Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ganz kurz in eigener Sache. Vielleicht haben Sie unseren Newsletter schon erhalten. Am 29. Februar machen wir von 8 bis 16 Uhr wieder Karashi Outlet. Hatten wir ja schon mal im Dezember. Da sind wir regelrecht überrannt worden. Was ist im Angebot? Tosai und Nisai Karashi Koi. Welche Nisai da sein werden, das sehen Sie bei uns auf dem Internet unter Karashi Online. Sind auch schon einige verkauft, aber ich glaube 7, 8 sind noch da. So roundabout, ich weiß jetzt nicht ganz aktuell. Und dann haben wir natürlich unseren Verkaufsschlager, die Tosai Karashi Koi. An Weihnachten noch etwas kleiner, so um die 23 cm. Es hat sich einiges getan. Die größten sind jetzt knapp 40, 7, 38 cm. Wir haben aber auch noch 25 cm. Das ist jetzt nicht immer unbedingt nur auf die Qualität zurückzuführen, sondern wir haben hier nicht die Kapazität, alle gleich schnell groß zu machen. Und Mark selektiert wirklich alle zwei Wochen immer wieder und macht die am besten wachsenden zusammen. Und dann die anderen in Gruppen, wo nicht so schnell gefüttert werden. Wie immer würden wir Sie bitten, sich ganz kurz anzumelden, dass wir es einfach einteilen können und dass wir natürlich entsprechend Zeit für Sie haben. Die Koi sind alle gesext, sprich wir können Ihnen genau sagen, was ist Männlein, was ist Weiblein. Und hier sehen Sie jetzt wirklich von 8, 29 cm bis hin zu, die größten dürften hier 5, 6, 37 cm haben. Mark zeigt gerade auf den Orangenen. Also das sind schon richtig leckere Tierchen. Es geht los ab 300 Euro und wie immer bei Koi Open End. Aber keine Sorge, wir werden uns immer einig werden. Und da Sie vielleicht keine Innenhälterung haben, wo Sie die Koi selber dann bis zum Sommer großziehen und zwischenhältern können, können Sie die auch gegen eine kleine Aufzuchtgebühr wahlweise bei uns lassen, dass wir sie weiter groß machen oder für umsonst, für kostenlos, dass wir sie auf Erhalt füttern. Das Geschlecht garantieren wir Ihnen natürlich, das ist keine Frage. Aber hier, schauen Sie den mal an, da kann ich Ihnen versprechen, da gibt es keine Grenze nach oben, auch bei ihm hier nicht. Richtig, richtig genial, die Zucht 2019, also die Koi sind noch nicht mal ein Jahr alt, stimmt's? So, also, wir würden uns freuen, wenn Sie kommen und melden Sie sich ganz kurz an unter info@konishi-koi.com. Und hier hinten haben wir noch unsere Zweijährigen. Das sind jetzt noch unsere, die Gebärder. Ich habe sie nicht rausgefangen, weil sie gerade erst noch gefüttert worden sind. Wie viel sind noch? 2, 4, 6, 7, genau. Und wie es sich gehört, schön zahm. Aber die können Sie auf dem Internet anschauen. Gerade vorher war ein Kunde da und hat sich einen angeschaut. Der mit den Flossen, den hat er sich reserviert. Der, wo die Flossen rechts und links beschädigt hatte, da sieht man jetzt fast gar nichts mehr. Und er ist jetzt von der letzten Messung vor zwei Wochen auf jetzt schon wieder um 2 cm gewachsen. Irgendwann müssen wir mal Gorbi messen. Glaubst du, der hat schon einen Meter, Mark? Ja. 98 war er. Mark sagt ja. Dann muss ich das natürlich auch sagen. Also, machen Sie es gut. Wir freuen uns auf Sie und bis dann. Ciao.